Willkommen zurück, meine lieben Freunde, in Dexters Sohnzimmer. In das Zimmer des Sohn von Dexters. Was? Irgendwie so. Wir sind bei Hitman Absolution. Genau, in diesem Spiel sind wir. Wir versuchen gerade Leia zu töten, die ich nicht mal so richtig aussprechen konnte. Deswegen warten wir schon seit geraumer Zeit, dass sie wieder auf diesen tollen Balkon kommt. Wir haben zwischendurch Minuspunkte gesammelt, weil wir zwei Sachen erledigt haben, entdeckt worden sind dabei, weil wir das natürlich wieder ganz geschickt angestellt haben. Und momentan warten wir einfach nur, dass die feine Dame, die die ganze Zeit schon im Kreis läuft und die ganze Zeit Sushi isst, sich mal bequemt auf den Balkon rauszugehen, damit ich dir eine Kugel in den Kopf jagen könnte. Das wird mich sehr erheitern in diesem Moment. Allerdings, ich weiß nicht wieso, aber die Frau, die hat einfach den Drang, die ganze Zeit im Kreis zu laufen. In der letzten Folge kam sie ja schon einmal auf den Balkon und ich konnte sie abschießen. Allerdings bin ich danach gestorben, weil ich nicht wusste, wie ich die zwei Wachen loswerde. Um die Wachen habe ich mich jetzt immerhin schon gekümmert in der letzten Folge noch. Und ja, jetzt warten wir einfach schon, dass diese blöde Kuh endlich mal auf den Balkon rausgeht. Und deswegen muss ich jetzt hier einfach ein bisschen labern. Wir können uns ja noch Dexters Zimmer angucken. Ich wüsste jetzt nicht, The Ranch of Billy. Ja, warum nennt man so ein Flipperspiel? Ich weiß es nicht. Und ja, es ist, weiß ich nicht, ist nett. Vor allem, wieso hat dieser Sohn eigentlich eine Trommel? Der war sehr musikalisch anscheinend. Er hatte eine Trommel, er hatte eine Gitarre, eine kleine. Ach Mädchen, mach mich nicht fertig, ey. Vor allem, ich will ja nicht raus. Ich will, weil das war einfach ein so schöner, einfacher Kill. Einfach hier draußen stehen, sie erschießen, zack, fertig. Und jetzt kommt sie einfach nicht in die Nähe des Balkons und ich weiß nicht warum. Entweder weil das Spiel so doof ist und sich das dann gemerkt hat, so, er darf nicht, NPC, du darfst nicht auf den Balkon, du darfst nicht auf den Balkon. Dort wirst du umgebracht, der Spieler muss jetzt einen anderen Weg finden, aber ich will keinen anderen Weg finden, weil dieser Weg war so schön einfach. Wir haben die Schlüsselkarte, glaube ich, die dort lag, auch mitgenommen. Ja. Jetzt geht die wieder wetten, jetzt geht die wieder zu ihrem Sushi, frisst sich wieder voll. Ich beschwere mich dann wieder, wenn man so im Ausnahmezustand ist, Sushi zu essen. Nachher sind da noch Salmonellen und sowas oder ist der Fisch nicht mehr gut, dann ist einem schlecht und dann kommt der Typ, der einen umbringen will und du denkst erstmal so, boah, ich muss voll aufs Klo, weil Durchfall. Jetzt dreht die wieder einen Kreis. Ich flipp bald aus. Nein, sie geht jetzt wirklich wieder zum Sushi hin. Es kann doch nicht sein. Ich verpasse ich jetzt die ganze Zeit den Moment, wo die auf den Balkon rausgeht, oder bin ich doof? Bitte darauf nicht antworten. Das ist eine rhetorische Frage. Die Frage wird mit Nein beantwortet. Ich bin natürlich nicht doof. Ja, Punkt. Jetzt geht die wieder. Kannst du nicht einmal auf den Balkon gehen? Nach so einem leckeren Sushi-Essen muss man doch mal auf den Balkon gehen und sie sagen so... Läuft. Es war so ein schöner, einfacher Kill. One is only a number. Ich glaube, bei Hitman braucht man schon ein bisschen mehr Geduld. Ich weiß nicht, ob ich diese Geduld noch gerade aufbringe. Boah, jetzt rennt die wieder darum. Ich verstehe das nicht. Jetzt reicht's mir. Es kann doch nicht sein. Die blöde Kuh soll endlich auf den Balkon gehen. Jetzt rennt die wieder im Kreis rum. Ist die eigentlich doof oder was? Ich gucke jetzt mal. Ich schreie jetzt mal runter eben. Bist du doof? Oh, das mache ich lieber nicht. Da war eine Wache, das hätte ich besser... Also, es wäre, glaube ich, extrem dumm gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Wir können ja die Zeit nutzen, wo wir hier sind, uns ein bisschen umzugucken. Behalten Layla ein Auge. So, da ist irgendwie Waffenraum. Aha. Ja, sehr spannend hier. Da ist eine Wache. Da ist ein Schrank.
Ich hoffe, die geht noch irgendwann mal an diesen. Das ist ein hässliches Porträt. Wieder auf diesem blöden Balkon. Und wahrscheinlich verpasse ich das dann. Bei meinem Glück kann ich ja nur verpassen. Da ist das Kack-Sushi von der. Statt ich die einfach mal. Oder wir ballern die jetzt von hier ab. Das reicht mir langsam. Hier werden irgendwelche Wege die ganze Zeit markiert, wer von wo läuft. Hier oben auf der Ebene bin ich eigentlich ganz safe. Wir könnten natürlich auch das Ding da runterfallen lassen. Das sehe ich gerade. Ist vielleicht nicht so dumm. Seien die Dame ent... Geht jetzt endlich mal raus. Ja, das ist ein bisschen risky mit den zwei Leuten da. Ich will mir halt keinen Ärger einhandeln, ne? So. Wir positionieren uns jetzt mal wieder hier rein. Irgendwann wird sie doch nach diesem verdammten Sushi, wenn die jetzt wirklich nicht wieder auf den Balkon rausgeht, dann werde ich allerdings zu drastischen Maßnahmen greifen und diesen scheiß Kronleuchter abballern. Darum kackt die Leute wieder an, wahrscheinlich. So wie sie es immer macht. So wie sie es immer macht. Mein Gott, jetzt bleibt doch nicht so da stehen. Ich krieg einen Anfall hier. Okay, die Olle geht jetzt tatsächlich nicht. Na, warte. Da geht die gar nicht her. Doch nicht. Scheiße. Ja, bringt ja eh. Ja, komm, wir lassen uns ja umbringen. Ist ja auch meine Aufgabe, jemanden zu töten. Na, so eine Kackscheiße. Ich sag ja, ich bin wieder ungeduldig und töte die dann nicht direkt. Zu doof in den Kopf zu schießen, ey. Jetzt sind wieder die Typen draußen und alles. Ist doch zum Kotzen. Jetzt geht die Olle wahrscheinlich natürlich nicht wieder raus. So, Schlüsselkarte mitnehmen. Verdammter Mist. Zentrale, ich höre etwas. Klingt wie ein Radio. Bleiben Sie kurz dran. Mein Gott. Ey, es gibt nicht. Bei meinem ersten Versuch, diese Frau zu töten, es war so einfach und jetzt kriege ich es einfach nicht hin. Hey, ist dein...
So, mal sehen, ob die Dame sich jetzt entscheiden kann, ob sie rausgehen möchte. Ich wollte eigentlich tatsächlich Hitman jetzt so langsam mal zu Ende spielen, weil es ist jetzt eigentlich, sie ist die vorletzte Stufe zu Dexter anscheinend. Also vermute ich tatsächlich jetzt einfach mal. Nur so, das einzige Problem ist nur, die Frau möchte lieber ihr verdammtes Sushi essen, anstatt einfach auf diesen blöden Balkon zu gehen und sich von mir eine Kugel in den Kopf zu jagen, zu lassen. Und ich verliere natürlich irgendwann dann auch meine Ungeduld. Ja, ich verliere meine Ungeduld und werde geduldig. Nein, ich verliere meine Geduld irgendwann damit und möchte sie einfach tot sehen. Allerdings muss ich hier leider sehr diskret vorgehen, weil hier sind verdammt viele Leute. Und wenn ich sie alle über den Haufen ballern würde, dann wäre ich eine ganz schön gute Shooterin. Aber, naja. Ach, komm schon, Mädel. Tu mir das doch nicht an. Ich verfluche mich ein bisschen, dass ich wirklich diesen Kontrollpunkt aktiviert habe, bevor ich sie getötet habe. Weil seitdem habe ich den Eindruck, ist sie einfach nicht mehr auf den Balkon gegangen. Die dreht einfach ihre verdammten Kreise im Haus jetzt mittlerweile. Und das nervt mich. Wo ist die denn? Ich sehe die gar nicht da. Er hat sich umgezogen. Tötet ihn! Das ist ein Befehl! Zielperson verschwunden. Tja, leider war das nicht der lautlose Kill. Und meine Verkleidung fällt auf, also ist eigentlich auch wieder alles vom Arsch. Ich habe gerade viel, viel mehr Punkte bekommen, tatsächlich. Denken Sie wirklich, Sie können mich zum Deppen machen? Er schießt ihn. Wissen die, dass ich hier drin bin? Ja. Ja. Ja, schön. Es ist jetzt eigentlich. Sekundenzentrale, ich höre etwas. Geh nirgends hin, wo ich dich nicht sehen kann. Hey, hörst du mir zu? Was ist das denn jetzt für eine Aktion? Nur weil ich hier rumgerannt bin? Ich meine, die zwei Wachen hier loszuwerden, es tut mir leid, Leute, aber es sieht wirklich danach aus, als müssten wir einfach die ganze Zeit wirklich darauf warten, dass sie auf dem Balkon läuft, weil das war wirklich die einfachste Möglichkeit. Dann habe ich auch die Ruhe vor allen Leuten und kann mich relativ mit der Verkleidung relativ frei hier bewegen. Deswegen muss diese tolle Dame einfach mal. Wieso kann man sowas nicht nochmal überspeichern, sodass man hier hingeht und sagt, hier, hier, mal Kontrollpunkt. La, 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 la. Ich könnte natürlich auch sagen, ich meine, ich werde jetzt hier die ganze Zeit einfach nur sitzen. Ich nehme ab dem Zeitpunkt auf, wo ich sie wieder getötet habe, weil das ist jetzt hier einfach Folgenverballerei. Ganz ehrlich. Deswegen mache ich hier ein Päuschen. Bring die dann um, sobald die wieder da auf diesem tollen Balkon steht, damit wir das für diese Folge auch noch drauf haben. Und dann spielen wir irgendwie weiter. So, die Frau ist nach 20 Minuten immer noch nicht ein einziges Mal auf dem Balkon gewesen. Vielleicht ist es ein Spielerbug, ich weiß es nicht. Es nervt mich jetzt allerdings. Ich werde jetzt einfach auch nach alternativen Wegen suchen, weil mich das wirklich langsam anpisst. Was haben wir in diesem Raum?
Was ist das? Giftetrags vom Dendora Aeros und blauen Giftfallfrosch. Besonders beliebt bei. Ups, ups, ups. Wollte ich gar nicht. Ich habe einfach Q gedrückt. Weil da stand einfach, benutzt Q. Passt das? Wow, die Laseranlage überzeugt mich sehr. So, können wir jetzt mit dem Gift vielleicht einfach runter zum Sushi gehen und das Gift darüber verteilen? Ich weiß nicht, wie unauffällig ich mit diesen ganzen Dingern bin. Wo ist die momentan, die Dame? Da hinten. Sushi vergiften. Oh. Ja, und ich habe tatsächlich in die Lösung gesucht, weil ich langsam gerade ein bisschen daran verzweifelt bin. War hier oben das nicht irgendwo mit der Schlüsselkarte? Weiß es nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh. Hä? Ganz entspannt. Ah, hier war das mit der Schlüsselkarte. Was denn? Aber ich habe doch eine Schlüsselkarte gehabt. Ha, habe ich die jetzt schon wieder vergessen einzusammeln? Oh. Hitman. Mama nicht fertig. Wie lucky bin ich eigentlich, dass ich dem Typen jetzt nicht komplett entgegengelaufen bin? Ne? Jetzt isst du bestimmt dein Sushi nicht mehr. Wenn du jetzt auf den Balkon gehst, liebe Dame. Das ist jetzt... Die ist nicht wirklich jetzt auf den Balkon gegangen, oder? Die macht mich fertig, die Frau. Ich sage euch. Wenn die jetzt auf den Balkon gegangen ist, dann bringe ich die jetzt um. Die macht mich fertig, ey. Ach so, die ist schon vergiftet. Oh. Okay. Tschüss. Schön, dass ich die mit dem Gift... Ein wenig bipolar. Stimmt. Und dieser Job macht es nicht besser. Halleluja. Die Dame ist tatsächlich gesprungen. Schön, dass ich sie mit dem Gift erst mit dem Gift auf diesen Balkon bekommen habe. Panikraum finden. Schlüsselkarte haben wir auch. Brauchen wir nicht. Wir haben nichts rumgeballert. Was ist das? Crazy. Oh. Warum sind wir jetzt im Panikraum? Ach, der ist... Okay. Boah, wir haben das endlich ans Telefon gehen. Leila, bring deinen Arsch her. Wir gehen. Und du, rein mit dir in den Helikopter. Atom für Atom zerlegen und züchten wie ein Greifbullen. Nun schau doch nicht so, Mädchen. Immerhin kommst du aus dem Reagenzglas. Mein Labor. Ach, zu Hause? Oh, jetzt sag bloß, das wusstest du nicht. Du bist ja wirklich niedlich. Du Mistkerl! Fass mich nicht an! Oh, jetzt rastet ihr aber aus. Hat sie Ehre. Oh, hat die ihre Kette wieder oben, dass die so... Sehr gut, Mädchen. Wie es aussieht, warst du den ganzen Ärger wert. Los, schafft's in den Helikopter! Hä?
Und sie kann Dexter nicht einfach töten. Ist ja irgendwie Quatsch. So, das Spiel ist jetzt, also die Folge ist jetzt vorbei. Entschuldigung eigentlich, dass ich wirklich in die Lösung für Layla gucken musste, aber die wollte ich ja partout nicht mehr. Ich saß wirklich einfach 20 Minuten vor dem Bildschirm und gewartet, dass die blöde Kuh rausgeht. Und bin schon ein bisschen verzweifelt, deswegen musste ich in die Lösung gucken. Aber, okay, das mit dem Sushi wäre auch eine coole Idee. Die Verkleidung, das war schon mal richtig. Das war diese Folge. Es geht gleich direkt weiter und mal gucken, wo wir dann hinkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen.